So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier Challenge. Und ja, ich bin sehr gespannt, was uns hier jetzt noch erwartet. Also, beziehungsweise wie lange wir überhaupt mit der Challenge weitermachen können, weil das zeige ich euch gleich. Wir sind ziemlich in Misere geraten. So, genau hier Tarsus kann ich wieder erobern. Ich glaube, ich plündere sogar, weil wir gerade überhaupt kein Geld haben. Plündere ich das Ganze. So. Ach, das war sogar ganz gut. Okay. Genau, also das da haben wir verloren. Das da haben wir natürlich verloren jetzt. Das ist so ärgerlich. Das da bekommen wir aber wieder. Ja. Das da lassen wir. Den da hauen wir weg. Ja, 180, naja, wenigstens. Okay, dann wieder hier zurück. Wir können halt jetzt nicht mehr keine Erlasse erteilen wegen denen. Die müssten unsere militärischen Verbündeten werden und das wollen die, glaube ich, auch nicht. Bitte nehmt meine bescheidene Person. Ich stimme zu und bewundere eure Vernunft und klaren Verstand. Mein Volk wird hoch erfreut sein. Ja, gut. Naja, das vielleicht irgendwann später. Okay, also Salamis ist total weg. Die da werden den da auch. Ja, aber also die da werden trotzdem noch überleben. Ich hoffe, die geht jetzt nicht nach Hatra rüber. Das ist halt die Frage, ne? Oder vielleicht ist das ganz gut. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn Quitri jetzt hier hingeht. Weil dann habe ich hier so einen Pufferstaat vor dem Osten. Das heißt, ich kann nur noch von drei Seiten angegriffen werden. Das könnte vielleicht sogar gut sein. Das kostet trotzdem 500. Das Problem ist halt, dass wir hier 600. Wir müssen das eigentlich jetzt anfangen, wieder aufzubauen. 900. 500. Wir müssen halt versuchen, irgendwie wieder an Geld zu bekommen. Irgendwie müssen wir an Geld kommen. Ich glaube, ich mache jetzt Folgendes. Ich glaube, den da lasse ich erstmal so und gehe hier runter. Ich glaube, das ist momentan die beste. Ja, das ist halt eine Full-Stack-Armee. Aber hier ist ja auch eine gute Armee.
Wir könnten auch zum Beispiel die da. Wir könnten auch versuchen, unsere Armeen zu reduzieren, was halt. Was aber definitiv nach hinten losgehen könnte. Anheuerungskosten, Moral, Nahkampf, Unterhalt, Moral, Verstärkung. Ich glaube, momentan muss ich das da sogar machen. Minus 4%. Ja. Hat uns schon mal knapp 200 gegeben. Ganz, ganz knapp. Also eher 100. Ja, hier habe ich sogar auch schon Gravitas. Der ist halt schon, der ist schon sehr alt. Ach, nochmal? Cool. Rekrutierungskosten, das ist auch nice. Moral, Autorität. Ich glaube, hier nehme ich das General. Also Rekrutierungskosten ist auch gut, wenn es so niedrig wie möglich ist. Wobei, bei dem ist es ja jetzt eigentlich wirklich egal, weil der ja gleich eh stirbt. Schau nochmal nach irgendwelchen Handelspartnern. Pergamon. Militärische Bündnis. Seid gegrüßt, Freund. Wein, Oliven oder verträgliche Gespräche? Oh. Oh, vielen, vielen Dank. Sehr schön. Bitte nehmt meine bescheidene Person als Adressatin für eure Bedingungen an. Ich denke nicht. Unsere Reichtümer. Mhm. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden und wo. Ja, nur Pergamon war. Kann man nicht um Launen zu sprechen und auch nicht denen von Freunden. Die Frage ist, ob ich jetzt hier alles zubaue. Die Frage ist, und zwar aus folgendem Grund, weil wenn die, ich glaube, zwei Runden lang nicht bebaut werden, dann kommen hier die Elendsviertel hin und die hauen ja sowas von auf Essen und Geld. Und dann muss ich die immer für 500 abreißen und dann nochmal was hinbauen. Also ich glaube hier baue ich sogar was Teureres hin. Nächste Runde. Also sonst würde ich dreimal Übungsfeld hinbauen, weil das kostet nur 500. Aber mir fehlt ein bisschen was. Und nächste Runde ist das Geld sowieso weg. Deswegen glaube ich, mache ich mal geweihten Boden. Einfach für, ja. Oder Wohlstand. Manufaktur, Wohlstand. Ja. Ich mache das da, okay. Und dann hoffe ich, dass ich nächste Runde auf jeden Fall wieder Geld bekomme. Damit wir diese Negativzahlen wegbekommen. Das wäre auf jeden Fall am wichtigsten jetzt. Okay, Jerusalem ist frei. Da
ist da. Müssen wir kämpfen. Ich speichere jetzt die ganze Zeit, weil damit es halt... falls mein PC wieder denkt, dass er keinen Bock mehr hat oder also Rome. Naja. So, dann machen wir das gleiche doch nochmal. Ja. Helenische Kataphrakte. Elefanten, Kampf bereit. Befehle, mein Herr. Elefanten, Befehle. Bereit. Gepanzerte Elefanten. Tja, ich hoffe. Bereit. Im Falle unseres Sieges. Ich hoffe, dass das wird sich auszahlen. Also bitte auszahlen. Also dass die Taktik jetzt nochmal anschlägt. Also solange die hier quasi bleiben. Helenische Kataphrakte. Nein, was machst du denn? Er hat die Elefanten gesehen, ne? Die hat, glaube ich mal, die Elefanten gesehen, tut. Okay, jetzt geht er zurück. Okay, jetzt mal dahin. Okay, sieht ganz gut aus. Jetzt mal wieder zurück, weil ja die bringen jetzt komplett zusammen. Okay. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Okay, aber das ist ja nicht schlimm, wenn der da hinten ist. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Aber warum? Na egal. Das ist jetzt unpraktisch. Okay, du gehst mal einfach durch. Die geht mal raus. Okay, warte. Ich versuche mal die jetzt wieder einzuholen. Also nicht einzuholen, sondern bisschen zu retten, sage ich mal. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Elefant. Also der routet auch. Ja gut. Gut, ist nochmal gut gegangen. Ich muss beenden, weil sonst
schaden mir die Elefanten eher. Okay. Aber das ist nochmal gut gegangen. Ich muss halt jetzt echt schauen, dass ich wieder Geld bekomme. Okay, 800 bekomme ich dadurch. Elendsviertel. Bankrott. Verschleiß. Okay. Ja, der eine jetzt, ne? Gut, dann brauche ich wieder 1000, um das ein bisschen zu retten. Okay, Politiker und Öffentlichkeit sind gleichermaßen betört von einem jungen Redner, der offensichtlich sehr ehrgeizig ist und die Gunst des Volkes hat. Noch richtet er sich nicht gegen euch, doch unterstützt er euch ebenso wenig. Ihn sprechen lassen, ihm zum Schweigen bringen, ihn töten, ihm ein Amt verleihen. Ja, komm. Ups. So. So, den könnte ich befördern. Ja. Ich kann mir halt keine Heirat leisten. Ich kann mir das nicht leisten. So, das da ist natürlich jetzt mega nervig. Okay, also du. Okay, Jerusalem. Du gehörst mir. Plündern. Ich würde sogar sagen, nicht plündern. Ich kann die alle behalten. Okay, minus 1000 habe ich momentan. Sieg von Seleukia. Nahkampf für alle Einheiten, Moral für alle Einheiten, Beinkampf entfremden. Ist natürlich heftig. Wie hoch geht das? 30 Moral. Rekrutierungskosten auch weniger. Gut. Das ist nice. Das ist sehr, sehr gut. Okay, dann du. Hingabe, Loyalität, öffentliche Ordnung, Wachstum. Ja, komm. Okay, entweder. Ja, nee. Gut. Ich werde mal. Dann ist die zwar negativ, aber ich werde jetzt versuchen, Nabatea komplett rauszuhauen. Weil, ja, muss sein. Okay. Gut, ich muss nochmal nachfragen hier, Pergamon. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Was ist es, das euer nobles Volk von uns wünscht? Ja, war klar. Ich wünschte mir, du würdest ein bisschen aktiver gegen... Ich heiße euch willkommen. Mögen Zeus und alle Götter unser Treffen mit einem Lächeln bedenken. Warte. Profitieren. Bietet er dem... ihre Forderung... Sprecht mit. Das würde mir auf jeden Fall helfen, weil der dann nicht hier eine neue Front für Galatien aufmacht. Es könnte natürlich sein, dass Galatien jetzt hier angreift.
Gehen wir jetzt hier hin. Schaffe ich den? Eigentlich schon, ne? Bisschen Geld bitte. Ja, 400. Ja, ne. So. Minus und halt. Du bist. Okay, Moral, Nahkampf. Chance auf Verwundung. Ja, nun. Also jetzt habe ich ja zwar 500. Ich mach mal den. Also ich baue den jetzt nicht weg, weil nächste Runde ist der weg. Den lasse ich mal. Momentan habe ich ja noch Nahrung übrig. Nächste Runde greife ich den an. Ich muss halt dann richtig aufpassen beim Kampf. Okay. Quitri hat wirklich hier eine schöne Verteidigungsmauer aufgestellt. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, Nabatea wird jetzt angegriffen. Ich frag mal, die da unten. Mit der Zeit fangen zwei Dinge an zu schießen. Okay. Ihr bittet um Frieden, bittet nur weiter. Okay, dann seid ihr tot. Ihr wollt Frieden. Die sind auch nicht so. Willkommen, Freund, willkommen. Setzt euch. Okay. Eure Argumente haben Substanz, doch will mein Herr nicht. Okay. Freundschaft. Gut, das ist auch nicht ganz so nice. Sie basiert auf Wie sieht's denn mit Ägypten aus? Minus von, ja, das. Ich werde mir eure Worte anhören. Eure Freundschaft ist so wertvoll wie ein zerbrochenes Ruder auf hoher See. Behaltet sie. Okay, gut. Ich behalte meine Freundschaft. Gut, Galatien. Sehr schön. Galatien. Und ein Ende dem weibischen Frieden. Hervorragend. Ares zieht uns allen anderen Völkern in der Schlacht vor. Das mache ich mal nicht, weil ich will die als Verbündeten behalten. Okay, das ist in Ordnung. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Das ist sogar richtig gut. Das ist sehr gut. Das freut mich. Danke. Ich muss versuchen, so viel von denen zu töten wie nur möglich, damit meine zweite Armee hier, damit die sehr schnell das plündern kann, also oder einnehmen kann. Das ist schön. Auch wenn mein General und eine Kataphrakte von mir ziemlich angeschlagen ist, aber das ist kein Problem. Also es sollte schnell gemacht sein. Aber ich glaube, ich mache jetzt sogar so einen dreisten Cliffhanger und sag, danke fürs Zuschauen. Die Schlacht werden wir in der nächsten Folge bestreiten. Genau. Voll fies und so, ne? Auf jeden Fall, danke, wie gesagt, fürs Zuschauen. Falls ihr noch andere Ideen habt für Challenges oder so, also momentan ist ja Sparta-Challenge, da haben wir eigentlich schon den kritischen Punkt übersprungen, nicht, aber haben wir schon geschafft. Und genau, Tier-Challenge, das muss halt, da müssen wir halt sehen, ob das
ja, ob wir das schaffen. Und genau, jetzt ist ja momentan sonst ist, glaube ich, nur noch das Rome Remastered, was gerade läuft. Und sonst, genau. Es wurde schon angefragt, ob ich vielleicht auch eine andere Serie machen kann. Wenn ihr Wünsche habt, gerne in die Kommentare, dann ja, mache ich das auch. Es wurde sich Napoleon gewünscht. Also nicht gewünscht, wurde mal angefragt. Ist halt dann die Frage, ob es wirklich ein Wunsch war oder einfach nur so eine Frage. Auf jeden Fall können wir das ja mal schauen, ob wir da was machen. Genau, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt gerne mal beim Streamen vorbeischauen. Ich weiß, momentan streamen eigentlich gefühlt alle. Ich habe letztes Jahr angefangen und genau, jetzt vor kurzem Affiliate geschafft. Das heißt, ich kann sehr viele, ihr könnt sehr viele lustige Sachen machen. Genau, nur Strategie machen wir da nicht, sondern eher so, ja, Spiele mit, also story-basierte Spiele. Genau, aber können mal Hallo sagen. Macht's gut, bye bye.